Die Krönung dieser Schizophrenie, meine Damen und Herren, hat sich in der Person Horst Seehofers ergeben, der nicht nur gestern das Gegenteil von heute sagt, sondern der zur selben Zeit das eine und das andere gleichzeitig verkündet. So viel Schizophrenie auf einem Haufen hat es noch nie gegeben, meine Damen und Herren. Hubert Aiwanger startete seine Rede polemisch. Der Applaus der rund 1000 Anhänger folgte prompt. Die populistische Sprunghaftigkeit von Horst Seehofer stößt auf Unverständnis bei dem Landesvorsitzenden der Freien Wähler. Er wolle sich die Gunst der Bürger durch gute Inhalte verdienen. So umfasste seine rund 50 Minuten lange Aschermittwochsrede auch viele Themen. Besonders hob er hervor, dass er gegen die Privatisierung der Wasserversorgung, aber für Schulen vor Ort und eine Hausarztversorgung im ländlichen Raum sei. Zudem ist Gentechnik in der Landwirtschaft für ihn ein absolutes Tabu. Wenn sich Frau Merkel hinstellt bei der Abstimmung zur Gentechnik und obwohl im Koalitionsvertrag steht, sie nehmen die Bedenken der Bevölkerung gegen die grüne Gentechnik ernst, so steht es wortwörtlich drin. Und trotzdem erdreistet sich diese Frau zu sagen, wir unterstützen das und wenn wir uns nicht einig sind, dann enthalten wir uns mindestens. Meine Damen und Herren, das ist unterlassene Hilfeleistung, wenn man mit verschränkten Armen daneben steht, während andere so einen Anschlag auf die Gesundheit der Bevölkerung vorhaben. Seine Anhänger bedanken sich für die emotionalen Worte mit Standing Ovations. Auch in diesem Jahr stehen sie voll hinter ihrem Landesvorsitzenden. Aussagenmäßig hat er es prima gemacht. Hervorragend war die Rede. Phänomenal, also das macht ihm keiner nach. Alexander Mutmann sparte bei seiner Rede nicht mit Kritik am Finanzminister. Markus Söders Heimatministerium halte er für nicht durchdacht. Dass jetzt das Heimatministerium, also das Ministerium, das auch für den ländlichen Raum sorgen soll, von München nach Nürnberg verlagert worden ist, das ist jetzt kein gutes Zeichen. Das hätte ich mir irgendwo in ländlichen Regionen gewünscht. Zuversichtlich sind die Freien Wähler im Hinblick auf die Europawahl. Durch den Fall der 3%-Hürde sehen sie ihre Abgeordnete Ulrike Müller schon in Brüssel. Selbstverständlich gehe ich nach Brüssel. Leider muss ich auch fliegen, aber ich gehe nach Brüssel. Der politische Aschermittwoch in Deggendorf zeigte auch, wie familienfreundlich die Freien Wähler sind. Hubert Aiwangers Sohn Laurenz demonstrierte, mit welchen anderen Mitteln man die Menge unterhalten kann. Ich glaube, dass Deutschland hier einen Schritt nach vorne gehen muss und Kinder nicht mehr so als Störenfriede empfinden, sondern froh sein muss, wenn die mal mitlaufen und die Erwachsenenwelt auch kennenlernen. Ob diese frühe Sensibilisierung für die Politik dann auch dazu führt, in die Fußstapfen des Vaters zu treten, ist nicht gewiss. Momentan findet Laurenz andere Dinge noch viel interessanter.